Hallo, zurück hier bei Silent Hill 2, wo der gute James sich schon langweilt, weil wir hier stehen. Ich bin in einer neuen Aufnahmesession und habe mittlerweile, mittlerweile sind die Parts draußen und ihr habt auch kommentiert und ich bin sehr glücklich, dass euch das Projekt gefällt und das nicht ganz der komplette Reinfall ist. Da hatte ich große Angst. Ich zeige euch gerade, da steht jemand, aber das ist nur das Loch von der Uhr. Das heißt kompletter Reinfall. Aber es ist sehr eigen. Es ist halt wirklich sehr eigen. Es ist anscheinend so eigen, dass der. Dahin müssen wir, glaube ich. Ja, das ist auch der, das ist, glaube ich, der Hof. Wir haben noch den Hofschlüssel, ne? Wir haben aber auch einen Schlüssel für. Warte mal. Das können wir ganz einfach rausfinden. Nottreppe. Schlüssel zur Nottreppe, die vom Flur zur Nottreppe führt, im Flur auf der dritten Etage gefunden. Ach so, da steht, Mensch, wenigstens noch, dass wir wo was gefunden haben. Ja. Ja, zum Beispiel der gute Martin Skywatcher, der zufälligerweise sich gerade. Ich gehe mal zum Eingang. Sich sehr preiswert. Warum erschreckt mich das jetzt so? Hallo? Dinge, mit denen Annika nicht mehr rechnet? What the fuck? Okay. Ja, ist okay, Sanette. Ich hab wieder Angst vor dir. Das ist okay. Nachdem ich meinte, hey, mich kann nichts mehr erschrecken. Dieses Spiel. Hey. What the fuck? Ich wollte doch nur erzählen, dass der gute Martin Skywatcher sich das Spiel gekauft hat, inklusive Konsolen dazu. Ich bin sehr neidisch. Ich hätte gern auch gern wieder eine PlayStation 2. Warum geht denn hier gerade die Hölle los? Warte mal, ist die. War hier noch irgendwas? Da wäre eine Tür. Wo man. Hier könnte man die Tür ins. Soll ich jetzt sagen, dass ich das Musikstück nicht mehr kenne? Was? Und ich kenne mich gut mit den Musikstücken in Silent Hill aus. Ja, das sollst du Ruhe bewahren, ne? Okay, ja, das ist. Oh ja, nichts passiert. Ich kann weiterreden. Coole Sache. What the hell? Das und ja, und Martin meinte dann so, Mensch, Annika, ich glaube, ich gebe es auf. Ich gucke lieber dir zu beim Spielen. Was ich einerseits ein bisschen, ich freue mich natürlich, wenn mir irgendjemand zuschaut, aber ein bisschen schade finde, weil das Problem hatte ich halt sehr oft. Ich habe schon mit sehr, sehr vielen Personen in meinem Leben versucht, mit denen das Spiel zu spielen oder die wollten das dann spielen und ich soll dabei sitzen und wie auch immer. Können wir hier den Schlüssel benutzen? Cool. Können wir zur Nottreppe. Aber ich will doch noch gar nicht, glaube ich, zur Nottreppe, oder? Achso, ich muss das jetzt wegmachen. Das ist ja dann der Bereich. Oh, ich gehe einfach mal durch. Was soll schon passieren? Auf der anderen Seite der Tür gibt es keine Nottreppe. Ob sie beim Bau des Nachbargebäudes abgerissen wurde? Ich glaube, ich kann das in Gebäude. Oh, ich glaube, ich kann in das Gebäude nebenan gelangen, wenn ich durch das Fenster vor mir steige. Mensch, Silent Hill, sonst fragst du mich auch immer, ob ich alles mit Ja und Nein beantworten will. Aber hier hätte ich jetzt gerne Nein gesagt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich will noch nicht rüber. Ja, guten Morgen. Muss man aber auch erstmal wissen, ne? Dass man da durch kann. Das hat man gerade überhaupt nicht gesehen. Weil ich will jetzt mal runter. Ich möchte gerne runter, runter, runter. Und das viele geben tatsächlich auch deswegen auf, weil das Spiel erklärt doch eigentlich nichts, ne? Also ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal so, hier wird noch in diesem Ge Moment, falsche Seite, Annika, es ist immer die Türen. In diesem Gebäudekomplex wird noch ein Rätsel auftauchen. Ich bin beinahe verrückt geworden damals. Wirklich sehr, sehr verrückt geworden.
Und da kann ich manchmal verstehen, dass dann, ne, so, wie meint denn Skywatcher, meint er, weiß ich, was er machen soll, so, und der ganze Nebel und ach Gott, was ist ja eigentlich los, ne? Und kann ich ein bisschen verstehen, das macht aber auch das Spiel ein bisschen aus, wie ich immer finde. Ich finde, was ich halt auch meinte mit, dass du du bist grundsätzlich unter Strom, du hast grundsätzlich Panik, du weißt nicht so richtig, was du machen sollst. Ist vielleicht ganz. Sehr gut. Vielleicht ganz gut, vielleicht dann jemand wie mir, vielleicht ein bisschen zuzugucken, die da vielleicht ein bisschen mehr die Arschruhe weg hat bei vielen Sachen, weil ich halt vielleicht einfach bei vielen Sachen weiß, nicht unbedingt was kommt, sondern vielleicht anders damit umgehen kann. Das ist halt anstrengend. Das Spiel ist nicht unanstrengend. Und wenn jemand Angst hatte, das ist zwar ein, ich glaube, das wird als Survival-Horror-Spiel deklariert. So, hier haben wir schon unsere Freunde. Das wird zwar als Survival-Horror-Spiel deklariert. Aber es ist halt nicht so ein, wo eigentlich alle immer am meisten Angst vor haben. Dieses Jumpscare-Horror, das ist Silent Hill gar nicht. Also hier findet vieles in eurem eigenen Kopf statt und manchmal sieht man ja auch gar nichts aufgrund der Kamerasache oder der Perspektive. Und das ist so, also eigentlich ist Silent Hill wirklich der Meister des subtilen Horrors. Es gibt halt kaum ein Spiel. Haben wir da überhaupt lang? Der Meister in diesem subtilen Horror-Sachen. Das können nicht viele Spiele. Viele, viele Horrorspiele, die sehr, sehr gut sind. Nehmen wir mal Outlast. Outlast ist ja mal, ihr seht schon. Hallo, komm zu mir! Wir müssen jetzt hier mal ein ganz interessantes Manöver. Wir haben eine Münze mit einer Schlange drauf. Ja, ja, ja. Kommt mal hier lang, genau. Und dann gehen wir hier wieder hoch. Die werden wir jetzt nicht töten. Das ist absoluter Schwachfug. Die nervt zwar ein bisschen mit ihrer Anwesenheit. Ich hoffe, ich bin ein bisschen lauter. Das Problem ist, ich hatte mein Mikro so eingestellt, wie wenn ich sonst aufnehme. Sonst sitze ich aber auch anders. Ich sitze hier voll mehr gemütlich und habe einen Controller in der Hand. Und muss nicht an die Tastatur. Deswegen, ich habe versucht, das Mikro so weit wie möglich zu mir so hoch. Das Ding ist, das Kabel ist jetzt zu Ende, weil ich habe ein sehr striktes Kabelmanagement und das ist nicht, das Kabel reicht nicht weiter für so, ja. Ja, also keine Angst, also es gibt wenige. Oh, wir sollen nicht auf dem Gras rumtrampeln. Es gibt wenige Jumpscares, das ist alles viel mehr so kopftechnisch, was ich aber dem Spiel, wie gesagt, das ist so meine Art von Horror, den ich sehr, sehr gerne mag. Also, dass ich halt sozusagen irgendwo stehe und wie gerade halt du läufst in einen Raum, wo du eigentlich schon 5000 Mal drinne warst und dann kommt eine andere Melodie und du denkst dir so, oh, what the fuck? Ja, das denke ich mir jetzt auch gerade, what the fuck? Ich glaube aber, gegen die müssen wir mal kämpfen, aus Gründen. Hey, Madame und Monsieur. Übrigens, ich weiß, die Monster sind sehr, sehr laut. Oh, ja, super. Oh je, da guckt mich von rechts einer. Mal kurz gucken, wie es uns geht. Mehr als sterben können wir nicht. Ist immer gut und tot ist er auch noch nicht. Na komm, na komm, na komm. Ich bin eingekesselt, ich bin eingekesselt. Also die werden auch, also härter vom Spiel aus selber werden die härter, die. Oh Gott. Ich weiß ja, die Pistole, aber die will ich noch nicht verbrauchen. Sparfuchs einfach. Diese Geräusche sind wirklich furchtbar, ne? Was ich gerade sagen wollte, ich weiß, die sind. Warte mal, tritt einfach auf, James. Okay, willst du nicht. Wir sollten eins nehmen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt große Münze, die eine Schlange zeigt. Ich fand sie im leeren Schwimmbad.
Ich könnte natürlich die Soundeffekte leiser stellen, aber das Dumme ist, die Soundeffekte sind auch Effekte wie Türen oder die Sachen, die eigentlich angenehm sind. Nur diese Monster sind so furchtbar laut. Also da kann ich leider nichts gegen. Das soll aber auch, das ist halt auch, glaube ich, so ein Absichtsding, dass du einfach nur panisch bist und, Moment, nee, die Mütze will ich nicht verwenden. Dass du einfach nur panisch bist und dir denkst so, oh Gott, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, gerade aufgrund der Perspektiven. Das ist immer sehr blöd. So, jetzt sind wir hier. Guck mal, jetzt sind wir in dem Bereich hier drin. Den erreicht man nur dort drüber. Wir können also mal gucken, ob wir hier rauskommen. Steht denn da? To hell. In die Hölle. Das ist ja cool. Ich glaube, ich werde noch viele Dinge entdecken, die ich vielleicht so vorher nie gesehen habe oder mich einfach nicht mehr daran erinnern kann. Und das mag ich ganz toll. So, von wo sind wir denn eigentlich reingekommen? Nicht von hier. Wir sind, glaube ich, von hier, ne? Oder? Da geht es auch in die Hölle. Hier geht es überall in die Hölle. Okay, hier ist nichts. Soweit. Dass man auch nicht sieht. Und ich fand das immer wirklich furchtbar. Unglaublich. Ich kann die Tür nicht öffnen. Das ist die 100 noch was. Ich finde das jetzt auch immer noch furchtbar. Also, wie gesagt. Ja, auch neu. Oh Gott, scheiße, ich dachte, ich krieg's noch hin. Die beste Perspektive, ne? Ist das schon tot? Es ist schon tot. Okay, wir haben wieder Patronen. In welchem Zimmer sind wir drin? 104 sind wir drin. Okay, dann geht's noch hinter die 101. Und ich freue mich darüber, wenn ihr sagt, hey, rede ein bisschen was über das Spiel und sag was. Ich muss natürlich einen guten Rahmen finden. Ich kann nicht alles erzählen, das wäre fatal. Fatal Frame. Im deutschen Project Zero ist übrigens auch ein super altes Spiel. Was auch so diese, ich fand das super witzig, wie Bumbi das geschrieben hat. Das hat so. Es hat sehr viel Nostalgie, ne? Und auch da dieses Third Person. Oh, hier liegt was. Ist gar nicht mehr. Also, das sind halt so. Ich finde halt Silent Hill, Resident Evil und Tomb Raider so waren halt immer die Spiele, die ich in dieser Third Person immer gespielt habe. Hier liegt eine Touristenbroschüre über die Stadt. Jetzt erfahren wir vielleicht mal was über die Stadt. Das wäre ja auch mal einfach nett. Weil irgendwie wurden wir hier in die ganze Sache einfach reingeschmissen. Weil James ist hier, weil James einen Brief von seiner toten Frau bekommen hat, weil Mary died from this damn disease, wie er es schon ausgedrückt hat. Und irgendwie hinterfragt James ja auch gar nichts, ne? Also, so, das Mädchen auf dem Friedhof, du, das ist gefährlich. Ja, so, ich gehe da mal hin. Also, das ist so hinterfragt. Aber, ja, so wie Olles Amiga, ich fand das so süß, weil, diese Frage, so, sagt der Charakter auch mal was dazu? So, hä? Das ist in Silent Hill 3 ganz, ganz krass gemacht. Das ist tatsächlich mit, sagen wir mal, Absicht. Silent Hill 3 ist da auch ganz krass für. Mal schauen, ob wir das mal spielen. Willkommen in Silent Hill. Silent Hill, an einem See gelegener, ruhiger kleiner Erholungsort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, ich kann nicht gut lesen. Machen Sie mal Pause von Ihrem hektischen Alltag und genießen Sie einen entspannten Urlaub bei uns. Straße an Straße mit malerischen alten Häusern, eingebettet in eine großartige Gebirgslandschaft. Und ein See, der im Verlauf des Tages verschiedene Seiten seiner Schönheit offenbart. Vom Sonnenaufgang über den Nachmittag bis zum Sonnenuntergang. Silent Hill wird Sie berühren und mit einem Gefühl tiefen Friedens erfüllen. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt, der für immer an Ihren Erinnerungen bleiben wird. In Ihren Erinnerungen. Redakteur Roger Whitmark. Tja, da haben wir mal ein bisschen was über die Stadt erfahren. Die Stadt, die allen anscheinend mal ein Erholungsort war. Wie gesagt, James und Mary waren ja auch oft hier drin. Apropos Mary, ich verrate euch mal was. Weil ich glaube, komme ich da nochmal hin? Doch, da kommt. Komme ich da nochmal hin? Kann ich mich daran erinnern? Warte mal ganz kurz. Muss mal kurz. Annika, muss ich sammeln? Die zweite Etage muss ich noch oben, ne? Ja. Wird mir das angezeigt? Das war, glaube ich, die 210. Wir gehen gleich nochmal in die 210. Ich glaube, das ist der Raum, wo wir die Taschenlampe gefunden haben. Da erzähle ich euch mal was. Da könnt ihr ja mal. Wie gesagt, ihr müsst halt immer
Oh, guck mal, hier ist sogar noch dieser Schlauch drin. Jetzt ist sie offen. Hä? Ist das Treppenhaus? Das Treppenhaus. Okay, wir müssen aber hinten noch in die 101. Schon richtig, das Spiel ist so alt. Das Spiel ist so alt, dass man da gar nicht mehr wirklich. Oh, dieses dumme. Das war super. James! Guck mal! Oh Gott, der braucht manchmal so ewig, ne? Genau, ich wollte eigentlich treten. Treten! Und wir rennen mal hinterher. Das. Oh! Okay, alles klar. Ich musste jetzt mal rausfinden, wie man treten kann, weil treten, seht ihr, das tötet die sofort. Das ist ganz. Aber es ist halt effektiver als so. Hier hinten ist auch die 101. Jetzt sind wir schon wieder mit so einem. Ich lasse es einfach blinken. Passt schon. Passt schon. Nehmen wir mal die 101. Na nö. Schreckliche Geräusch. Oh Gott, furchtbar. Ich hasse es. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Was ist denn hier los? Oh, Füße. Was zum... Wer hätte sowas tun können? Oh Gott, ist das eklig. Oh, ja, oh, oh, oh. Ah. Geräusche, wo ich empfindlich bin, sowas. Ich kann Kotzgeräusche nicht ab. Boah. Like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Eddie. Hi. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that red pyramid thing, are you? Red pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest, but I did see some weird-looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. Just what? You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, you be careful too. Ah, ich habe dich in Erinnerung, dass das so heftig war, diese Geräusche. Seid ihr längst fertig mit Brechen? Ich finde, Kotzen klingt immer so hart. Da kommt mir wirklich die Breche hoch, wenn ich das höre. Tja, das ist der gute Eddie. Der Eddie, der hier auch irgendwie ist. Und zum ersten Mal hat James sozusagen gefragt, so, was ist hier eigentlich los? Also Eddie hat sich ja sofort entschuldigt, dass er das hier nicht war. Ich meine, wir sehen nicht wirklich was, also das geht leider nicht. Und ja, und James hat ja diese Anmerkung, so, du bist halt so auch einfach irgendwie her.
gekommen aus irgendeinem Grund. Und ja, wichtiger Satz ist, you're not that a friend of the pyramid thing. Damit meint James natürlich den guten Metzgermann. Der gute Metzgermann heißt nämlich Pyramid Head. Das ist der Name von ihm. Ich werde ihn wahrscheinlich grundsätzlich Metzgermann nennen. Ich weiß, dass es weniger aufregend. Obwohl, ich will gar nicht da hinten raus. Ich will eigentlich gar nicht da hinten raus. Weil... Hi! Weil ich wollte euch was zeigen. Zeigen. So, ich weiß jetzt gar nicht. Ich erzähle noch so, ja, das Spiel und nicht mit Spawn und so. Manchmal ist das jetzt wie gerade eben da. In dem Bereich. Ich habe keine Ahnung, wie viele Speicherslots wir haben können. Ich mache einfach mal weiter, ha? Endet dann wie in Skyrim, wo ich irgendwie 134 Speicherslots habe oder so. Weiß jetzt gar nicht. Also manchmal gibt es halt so Phasen, da spawnen dann wieder neue Gegner, aber die sind dann auch erstmal für eine Weile weg. Ist halt. Okay. Ich wollte hinten in die 210, ne? In der Hoffnung, dass das der richtige Raum ist. Ich hoffe, jetzt bin ich immer noch richtig. Das ist wirklich. Ich glaube, das ist wirklich sehr verwirrend. Mit der Kamera und allem drum und dran. Sich an so ein Spielstil zu gewöhnen, ist, glaube ich, nicht so einfach. So. Das ist die 210. Ja, das ist. Oh, ja, ist das überhaupt der Raum? Ist das gar nicht der Raum? Wie kann ich hier auch raus? Also, ich glaube nicht, dass es der Raum ist. Warte mal, ich bin mal hier. Ich suche den Raum. Mit der Taschenlampe. Also, wo wir die Taschenlampe her haben. Bin mir eigentlich sicher, dass das der Raum ist, weil... Obwohl, warte mal, so sicher bin ich mir jetzt doch nicht mehr. Können wir jetzt eigentlich hier durch? Nee. So viele Räume gab es ja nicht, ne? Wir können noch in die 205. Dann gehen wir mal da rein. Warte. Ach, das ist der Raum, oder? Müsste der Raum sein. Ja, sehr gut. So. Ich möchte nämlich euch etwas erzählen, weil ich hätte mir gewünscht damals, einfach, das ist so ein kleiner Fact nebenbei. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das damals gewusst hätte. Das hätte die Sache irgendwie noch ein bisschen creepiger gemacht. Also guckt euch mal das Outfit an. Und dann gucken wir uns mal. Warte mal. Und dann gucken wir uns mal das Outfit von unserer Frau an, von der Mary. So, achtet mal auf den Kragen. Ein bisschen so, ne? Alles klar. Und dann gucken wir uns nochmal das an. Das, ja, ähnelt ihrem Outfit schon sehr. Und für mich war das halt immer einfach nur diese Puppe sozusagen, die halt diese Taschenlampe gehalten hat. Und als ich dann damals irgendwann fertig war mit Zeitete und eigentlich schon während ich es eigentlich gespielt hatte, habe ich mich so in dieses Spiel reingelesen. Weil wie gesagt, ich kannte ja auch den ersten Teil nicht und dachte mir, ja, vielleicht musst du dir was über den ersten Teil mal durchlesen. Weil ich damals auch gar keine Möglichkeit hatte irgendwie, das war ja damals auch noch nicht so ganz, also das war damals, da hatte ich ja selber noch nicht mal eine PlayStation 2, die wurde mir dann später von meinen Eltern geschenkt und hatte keine Möglichkeit, über eine PlayStation 1 zu kommen, um Silent Hill 1 zu spielen. So, jetzt, wir könnten mal da, ne, da war ja noch die andere Tür, jetzt müssen wir da wieder raus. Und als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir so, okay, cool. Und, also wie gesagt, sowas würde ich gerne erzählen. Aber immer ein bisschen für meinen eigenen Vorbehalt. Bei vielen Sachen, ich glaube, bei vielen Sachen habe ich auch einfach nur Angst, die vielleicht zu erzählen, weil ich dann denke, ach Gott. Aber ich glaube, viele von euch kennen das Spiel ja gar nicht, ne? Das ist, glaube ich, nur, dass ich dann denke, so, ach, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel des Gutens. Oh, ja. So, dann.
das hier, wo wir schon waren? Und es nicht lang ging? Das ist auch die beste Kameraeinstellung der Welt. Wirklich. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Das ist jetzt zwei. Was machen wir hier denn? Genau, jetzt sind wir hier hinten. Da ist der Speicherblock. Alles klar. Also so langsam ergibt das Puzzle wenigstens ein bisschen den Sinn. Da oben ist die 3. Da kommen wir dann da hinten raus. Kommen wir da hinten jetzt lang? Warte mal, müssen wir raus hin. Ah, jetzt kommen wir durch. So, genau. Da sind wir jetzt hier. Alles klar. Wollte ich jetzt nur noch mal für mich. Was wir jetzt machen müssen. Warum waren wir da hinten in den Räumen noch nicht drin? Weil ich da hinten nicht langkomme. Aber ich komme noch von der 303 da unten rein. Warte mal, warte mal, warte mal. Ist da das Gitter? Nee, da würde mir die Karte anzeigen, dass da ein Gitter ist. Wollte ich die noch erkunden, die Räume, und hab's vergessen? Kann ich mir gut vorstellen, bei mir ist alt möglich. In meinem Kopf. Okay. In meinem Kopf ist alles möglich. Treppenhaus. Okay, alles klar. Dann hätten wir das jetzt auch einfach nur so zum Vervollständigen. Dann gehen wir jetzt wieder runter. Und... Aber ich finde es auch... so schön, wie James Eddie fragt, ob er nicht mit diesem Pyramid-Thing verwandt ist. So, guck mal, da könnte man jetzt denken, hä? Wir sind nämlich jetzt hier unten, wo wir noch gar nicht waren. Das ist verwirrend, ne? Also ich weiß, dass ich die beim... Es ist einfach nur super, super verwirrend. Also es ist nicht gerade, dass ich jetzt sage, hey... Da habe ich ja am Anfang total durchgesehen. Also für mich, es kam mir auch immer vor, dass dieses, das Apartment-Level, wenn man das so nennen kann, immer ewig gegangen ist. Deswegen bin ich immer erschrocken, wenn irgendwas passiert, weil ich denke mir so, hä? Oh, was haben wir denn da? Ich habe Saft in Dosen. Schloss ist kaputt. So, jetzt, falscher Knopf. Beispiel hier, guck mal, zum Beispiel, wenn ich hier versuche, die Kamera, ne, nach gerade, also dass wir hinter ihm stehen, geht das nicht mal. Das ist halt gewollt vom Spiel, dass wir hier nur so lang laufen können. Das geht leider nicht immer. Ich versuche so oft, wie es geht. So, jetzt ist es offen. Das ist nämlich die andere Seite vom, ne, von den Apartmentkomplexen. Wir rennen jetzt mal eine Runde rüber. So. Hier wieder rein. Ich speichere. Bei unserem Zustand. Vielleicht besser so. Ich denke mal, da unten liegt ein Messer. Wir gehen hier hoch. So. Und gehen hier rein. Oh, ist ja ein kann man gar nicht angedacht gerade, das kann man angucken. Jetzt, das ist ein Rätsel, das mache ich jetzt noch in dem Part. Dieses Rätsel hat mir den letzten Nerv geraubt, wirklich. Weil, wie zum Henker soll man da drauf kommen? Also, ich weiß noch, dass das wenn ich von wir übrigens rede, rede ich von meinem damaligen Freund übrigens. Schön, dass Olles Amiga nochmal erwähnen muss, dass das nicht gerade so gewöhnlich ist, wie man sich so kennenlernt, so beim Computerspiel, so hey, aber ich war damals völlig begeistert. Auf jeden Fall, wirklich, wir haben uns den Arsch abgesucht, das war, wir wussten nicht, was wir machen sollten. Ihr könnt ja mal gerne raten, was ich jetzt mache, also es ist halt, das ist für mich so ein Rätsel, was aber für mich eine Ebene geebnet hat für Rätsel, für andere Spiele, wo ich immer hoffe, dass die so eine kryptischen, seltsamen Rätsel haben, einfach nur, weil es einfach, aber irgendwie doch, aber, deswegen, ja.
So, ne? Wir haben hier Müllschlucker und irgendein seltsamer Abfall steckt in dem Loch fest. Kurios, naja. Gut, dann haben wir einen 6er-Pack safte Dosen im Flur auf der ersten Etage gefunden. Ich dachte damals immer, das können wir trinken oder so. Naja, dann. Brauchen wir nicht mehr. Ab damit durch den Müllschlucker. Das, darauf zu kommen, aber weiß ich nicht, darauf, ich habe das damals gehasst. Ich dachte mir, das ist doch nicht wahr und das ist doch totaler Quatsch. Wer soll denn darauf kommen? Aber ich, das ist ein Rätsel, wirklich, wenn man mal in den, also das war damals schon in den Foren so, damals war das noch nicht ganz so mit dem, also da gab es schon Internet und alles, aber das war noch nicht ganz so, ja, ausgeprägt wie heute. Aber das ist einer der Dinge, wo eigentlich beim allerersten Spielen, ich sag jetzt mal 80% aller Leute dran scheitern. Aber ich mag es irgendwie voll. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich jetzt so, das, was sollte ich machen? Ich kann ja jetzt nicht tun, so, oh, was müssen wir jetzt machen? Ja, das, aber wie gesagt, ich mag es irgendwie gerne, das Rätsel, keine Ahnung. Das ist ja auch nicht richtig ein Rätsel, das ist ja eigentlich eher so ein, ja. Warum wir das tun mussten, werden wir gleich sehen. Das machen wir aber im nächsten Part. Ich bedanke mich, das ist schon so schnell um. Meine Güte. Ja, wenn man Spaß hat, geht diese Zeit schnell um. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, gucken mal, was das jetzt gebracht hat und dann gehen wir da mal durch diese Notfalltreppe in das nächste rüber. Das ist dann das, ich werde es nie lernen, das ist das Wood Side Apartment und das andere müsste das Blue Creek sein eigentlich. Das sehen wir auf der Karte. Gerade nicht, doch da, das ist das Blue Creek Apartment, genau. Ich verwechsel die beiden immer mit den Namen. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch. Bis dann. Tschüss.